Hier wird fleißig aufgebaut. Das erste Ballhofspektakel soll schließlich rechtzeitig beginnen. Das Kooperationsprojekt von Volkshochschule, Historischem Museum und Staatsschauspiel will nachhaltige Lebensstile in den Vordergrund stellen. Etliche Gruppen und Initiativen präsentieren sich hier der Öffentlichkeit. Es geht auch um neue Ideen von Gemeinschaft und gutem Leben. Der Tauschring ist eine Form von organisierter Nachbarschaftshilfe. Das heißt, Nachbarn helfen sich gegenseitig, ohne Geld dafür zu nehmen und zu fordern. Das heißt, kleine Hilfen im Haushalt, Reparaturen, Kinderbetreuung, Nachhilfe, Hilfe im Haushalt, alles, was zwischen Nachbarn passieren sollte und soll, organisieren wir, und das passiert alles ohne Bargeld. Konsum kritisch hinterfragen und dadurch die Stadt verändern. Das fängt beim eigenen Kaufverhalten an. Ja, es geht hier um das Thema Konsum, Konsum und Globalisierung bzw. Konsum und Klimawandel. Und wir wollen ganz gerne, dass die Leute hier aktiv werden. Man kann also puzzeln und daran erkennen, wer verdient eigentlich was an dem Turnschuh, den ich mir hier in Hannover vielleicht kaufe. Wie ist die CO2-Bilanz in verschiedenen Ländern pro Kopf, wo man sehr deutlich sieht, je höher der Lebensstandard, je höher der Lebensstil, umso mehr Klimagase produziert man. Oder was man sich hier auch angucken kann, ist zum Thema Ernährung. Also, wie weit wirkt sich meine Ernährung auf Klimawandel aus? Wenn ich zum Beispiel Rindfleisch esse oder Gemüse, wo ist da der Unterschied? Und anhand dieser Würfel, die wir hier aufgebaut haben, kann man also erkennen, wie klimarelevant ist welche Ernährung. Vieles dreht sich also um ökologische Ernährung. Und darum kommen vegetarische und regionale Köstlichkeiten nicht zu kurz. Dass das auch politisch ist, zeigt Greenpeace Hannover. Diese fürchten, dass das Freihandelsabkommen TTIP durch die Hintertür die Agrogentechnik nach Deutschland bringt. Die symbolische Saat dieses Tages soll übrigens woanders in der Stadt aufgehen. Seit dem 9. April hat das E-Mail-Zentrum einen Palettengarten vom Ballhof in den Betonkomplex.